Frau Günster Schöning, Sie werden auf der diesjährigen Didakta zum Thema Grenzen setzen sprechen. Aber fangen wir doch erstmal andersherum an. Warum ist es in der Kita bereits wichtig, dass Kinder Selbstbestimmung erfahren? Weil es wichtig ist, gut für sich zu sorgen und zu erleben, dass ich als Persönlichkeit, die ich ja schon bin, wenn ich in die Kita komme, auch respektiert werde. Das heißt, von der Haltung her zu spüren, da ist jemand, der nimmt mich ernst, der respektiert auch mein Nein. Er zeigt mir aber auch auf, dass ich in einer sozialen Gemeinschaft heranwachse und von daher eine eigene Meinung haben darf, die aber nicht immer durchgesetzt werden kann. Also auch dieses Miteinander, gemeinsam überlegen und auf den Weg kommen, sich zu positionieren. Und da gehört das zu, dass ich mich abgrenzen kann, also auch schützen kann. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch wissen, wie kann ich überhaupt in Kontakt kommen und somit auch den anderen, mein Gegenüber respektieren. Also so ein Ausloten von, ich bin wichtig, du bist wichtig und jetzt müssen wir gucken, wie wir gemeinsam hier miteinander gut auskommen. Damit sind wir auch schon eigentlich beim Thema Grenzen, weil letztens stehen ja zwischen uns und dem Gegenüber auch immer irgendwelche Grenzen. Welche Rolle spielt es denn für die Selbstbestimmung von Kindern in der Kita, auch Grenzen kennenzulernen und mit diesen umgehen zu müssen? Wir müssen ja erstmal so da aus der Metaebene drauf gucken, dass wir sagen können, es gibt ja unterschiedliche Grenzen. Es gibt so generelle Grenzen, an die sich alle zu halten haben, die durch Normen und Werten und Alltagsregeln bestimmt werden, wie zum Beispiel, wir halten an, wenn die Ampel rot ist. Und dann gibt es eben auch persönliche Grenzen. Und persönliche Grenzen, die reifen erst im Laufe des Lebens. Und gerade in den ersten Jahren, man kann sagen, die ersten 6, 7 Jahren erleben Kinder sehr viel begrenzt zu werden und reglementiert zu werden. Und deswegen ist es wichtig, dass sie auch ein Pendant kennenlernen, nämlich dass sie selber auch Grenzen setzen dürfen, indem sie zum Beispiel Nein oder Halt sagen. Oder dass sie erleben, ich werde vorher gefragt, bevor man zum Beispiel etwas mit mir macht, wie einfach hochnehmen. Oder eben, ich spüre, da kommt jemand und sagt, kommst du mit mir? Also es ist eine Geste. Und in diesem Miteinander aktiv werden, erleben Kinder auf der einen Seite, ja, es gibt Grenzen und Regeln, die gelten hier in unserer Gruppe zum Beispiel für alle Kinder. Es gibt aber auch Regeln oder Grenzen im Kontext nur mit mir persönlich. Und die lote ich aus mit meinem Gegenüber. Und wenn wir jetzt sagen, warum ist es wichtig, dass Kinder das gerade am Anfang lernen, kann ich sagen, ich kann nur merken und spüren, dass ich bei mir bin und dass ich ernst genommen werde, wenn man meine Grenzen auch nicht überschreitet und respektiert. Und das hat wieder was mit Selbstwirksamkeit zu tun und auch mit dem Spüren und Erleben, ich werde als Persönlichkeit ernst genommen. Jetzt hatten Sie selbst schon einige Beispiele angesprochen, wo es auf Grenzen ankommt. Was sind denn Situationen, bei denen es besonders darauf ankommt, Grenzen zu setzen? Immer dann, wenn es um den eigenen Körper geht. Ich sage ganz bewusst das Füttern zum Beispiel, wenn wir auf den Krippenbereich mal gucken, also den Unter-3-Bereich. Dass wenn Kinder Gesten machen, der Ablehnung, Kopf wegdrehen zum Beispiel, dass ich das ernst nehme und auch diese Signale der Kinder einfangen kann. Beispielsweise auch, wenn es um das Thema Schlafen geht, das Thema Wickeln. Oder wenn ich mit den Kita-Kindern zusammen bin, die ja schon älter sind, eben auch, wenn sie Nein sagen oder sich verweigern. Und dass ich generell auch eine Haltung einnehme, dass die Kinder ein gutes Selbstwertgefühl erleben. Nämlich, du bist wichtig und deine Wahrnehmung ist wichtig. Und du darfst auch Nein sagen und eine eigene Meinung zu etwas haben. Und dann geht es eben dies, was ich eben mit Ausloten beschrieben habe, dass Kinder eben spüren, weil wir in einer sozialen Gemeinschaft leben, kann ich nicht immer meinen Willen durchsetzen, muss mich manchmal auch zurücknehmen. Und ich darf aber auf der einen oder anderen Seite auch ganz klar äußern, wenn ich etwas nicht möchte. Oder ich werde auch zu Dingen einfach gefragt. Und so geht dieses Herausbilden eine eigene Meinung, auch mit dem eine eigene Grenze für sich entwickeln lernen, Hand in Hand. Jetzt haben wir jetzt über die Kinder schon gesprochen, aber in Kitas gibt es natürlich auch die Erzieherinnen und Erzieher. Und da würde mich interessieren, an welcher Stelle kommt es denn für Erzieherinnen und Erzieher darauf an, ebenfalls Grenzen zu ziehen in anderen Bereichen, also zum Beispiel bei Kollegen oder mit den Eltern? Das Thema Grenzen umfasst alle. Ob nun Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Kinder oder eben auch das gesamte Team.
Ich muss mich auch im Team manchmal abgrenzen, wenn es mir zu viel wird. Ich muss auch an meine eigenen persönlichen Grenzen denken. Ich muss sie erstmal erkennen, wenn ich auch merke, ich gehe zum Beispiel in die Überlastung, dass ich das dann auch anzeigen kann, um mir Hilfe zu holen oder Unterstützung. Ich muss vielleicht mich aber auch in einer Teamrunde mal abgrenzen, indem ich sage, stopp, bis hier und nicht weiter. Ja, weil ich dann einfach merke, da brauche ich jetzt vielleicht noch mehr Informationen, da kann ich jetzt noch nicht so mitgehen. Oder beispielsweise auch jetzt im Umgang gerade auch mit den Eltern, wo ich im Moment auch merke, durch die sehr belastende Situation, in der wir im Moment sind, durch die Pandemie, dass Eltern teilweise, ich will ja nicht sagen übergriffig werden, aber verbal übergriffig, indem sie teilweise auch die Erzieherin angreifen oder sie auch verantwortlich machen für bestimmte Dinge, für die sie aber nichts können. Und da geht es auch wieder um Grenzen setzen. Also Eltern, ich sag mal, nicht vor den Kopf stoßen, aber ganz klar auch aufzeigen, bis hierhin, und dann wird auch eine Grenze überschritten. Also auch da spielen Grenzen eine Rolle, sowohl im Erwachsenenkontext wie auch eben im eigenen Team. Und worauf sollten die Erzieherinnen und Erzieher achten, wenn sie solche Grenzen ziehen? Ja, es geht immer darum, ich sag mal, den anderen nicht zu verletzen. Ich kann gut auf mich aufpassen und muss dafür auch Strategien wissen, wie ich beispielsweise mit Widerstand umgehen kann oder auch in der Gesprächssituation. Da ist es ganz häufig auch so. Ich muss manchmal auch zum Wohle des Kindes Dinge ansprechen, die eine Mutter oder ein Vater vielleicht nicht gerne hören möchten, um da auch ganz gut zu gucken, also wie ich sag mal ein bisschen, man reibt sich auch an Grenzen. Reibung erzeugt auch Wärme, so wie bei den Kindern ist es manchmal auf der Erwachsenenebene auch. Und dann gut zu gucken, wie kann ich eine Grenze ziehen oder jemanden auch auf eine Grenze hinweisen, mich selber auch abgrenzen, aber immer im Kontext von respektvollem Miteinander oder beispielsweise auch, indem wir die Eltern dahingehend unterstützen in ihrer Elternrolle und gleichsam aber auch aufmerksam darauf machen, das ist jetzt deine Verantwortlichkeit und da liegt meine. Und dann eben, wir haben eine gemeinsame Verantwortlichkeit für das Kind, aber da gibt es eben auch nochmal Unterschiede. Jetzt haben wir darüber gesprochen, Grenzen zu ziehen und Grenzen einzuhalten. Mich würde abschließend noch interessieren, wie wichtig ist es denn, auch Grenzen einmal zu überschreiten? Ja, ich glaube, das haben wir alle schon mal gemacht. Und das ist auch so dieser Spannungsmoment, was passiert dann? Ja, ich glaube, im Alltagsmiteinander und gerade auch mit Blick wieder auf die Kinder ist es wichtig, dass sie auch Grenzerfahrungen machen und das auch, sag ich mal, proaktiv tun. Und das tun sie auch intrinsisch motiviert. Einfach mal testen, was passiert denn dann, wenn ich eine Grenze überschreite? Und dann kommt es auf das Gegenüber an. Also wie gehen wir damit um mit diesen Grenzüberschreitungen? Können wir das mit ein Stück weit Gelassenheit tun? Ja, wenn es möglich ist. Und es gibt manche Grenzen, die müssen auch eingehalten werden, weil sie Schutz bieten und Sicherheit. Also Kinder brauchen so dieses sich orientieren dürfen und müssen auch an Grenzen, weil sie dadurch auch Halt und Sicherheit gewinnen. Auf der anderen Seite, wo es im Rahmen der Möglichkeiten ist, auch spüren, da darf man mal eine Grenze überschreiten und stellt dann fest, oh, das hat dann auch die und die Konsequenz. Also dieses aus der Handlung orientiertes Lernen. Also erst wenn ich das tue, passiert auch das und dann kann ich daraus die Schlüsse ziehen. Das ist im Prinzip wenn dann. Und da liegt es natürlich an den pädagogischen Fachkräften, inwieweit sie sagen, in dem Bereich können wir das gut zulassen und in dem Bereich lieber nicht oder da müssen wir es sogar stoppen, weil das Kind sonst in Gefahr kommt. Gut, jetzt haben wir lange über Grenzen gesprochen und jetzt muss ich tatsächlich selbst eine Grenze ziehen. Frau Günster-Schöning, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.